Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prison Architect. Schönen Sonntag, heute geht es weiter. Wir haben das letzte Mal hier in diesem Gefängnis alles schön hergerichtet, saniert, wie auch immer. Wir haben hier Wäscherei, die ganzen Leute durch Arbeit glücklich gemacht. Glück durch Arbeit hört sich irgendwie ein bisschen, so ein bisschen diktatorisch an. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter mit dem Polaroid hier und schauen, was in der Hauptsache so weiter passiert. Errungenschaft Massenkontrolle. Okay. Kapitel 4. Verurteilung. Der Mangel an Engagement in dieser Strafanstalt ist schockierend. Die Männer sind jeden Funken Menschlichkeit beraubt. Ihnen wird kaum Mitgefühl oder Respekt entgegengebracht. Sie können nicht erwarten, dass sie anders als mit äußerster Feindseligkeit reagieren. Das verdienen diese Männer nicht. Sie haben recht, Captain. So darf man Menschen nicht behandeln. Ihnen fehlt jeglicher Funken Menschlichkeit. Wieso sollten Sie sich an unsere Regeln halten? Sie können von denen nur Feindseligkeit erwarten. Wir müssen diesen Männern helfen. Wir brauchen Unterrichtsräume, Drogenentzugsprogramme, eine Werkstatt, damit sie stolz auf ihre Fähigkeiten entwickeln können. Sie missverstehen mich, Doktor. Diese Männer sind keine Menschen. Sehen Sie selbst. Häftling Morgan, aufwachen! Auf die Beine, Morgan! Du hast Besuch! Rehabilitation? Da können wir doch gleich versuchen, Affen das Banjo-Spielen beizubringen. Wie heißt du, mein Sohn? Der hat dich etwas gefragt. Henry, Sir. Muss kalt sein da unten, Henry. Läuse im Bett, Sir. Fressen mich bei lebendigem Leibe auf. Das Hemd hält die Ratten fern. Die größten, die ich je gesehen habe. Wie schläfst du? Ich schlafe nicht. Das Einzige, was ich hier tue, ist nachdenken. Jede Menge Zeit zum Nachdenken. Und worüber denkst du nach? Meistens über den Tod und meine kleine Tochter. Du musst stark sein, für sie, Henry. Das ist auch für sie schwer. Bin hinter Gittern, seitdem sie auf der Welt ist. Sie weiß nicht mal, dass es mich gibt. Es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern, Henry. Ich würde gerne wiederkommen, wenn ich darf. Ja, Sir. Danke, Sir. Du kannst mich Walter nennen. Können wir etwas gegen diese Ratten unternehmen? Wir sind hier schließlich nicht in der dritten Welt. Ich werde etwas Rattengift verteilen. Okay. Dr. Walter Hurst, okay. Nach der kurzen Tragödie im Alchemico-Staatsgefängnis stehen wir unter enormem politischen Druck. Bis wir einen dauerhaften Ersatz für die Geschäftsführerposition gefunden haben, möchte ich, dass Sie die Zügel in die Hand nehmen. In letzter Zeit gab es hier mehrere Selbstmorde und man sieht sofort, woran das liegt. Aber wir haben gerade dringendere Probleme. Uns wurden von Behördenseite viele neue Häftlinge zugewiesen. Die ersten treffen bereits morgen ein und wir haben nicht genügend Unterkünfte.
Sie müssen einen brandneuen Zellenblock bauen, der groß genug ist, um die neu eingelieferten unterzubringen. Okay, also da drüben, okay. Wir haben hier einen Entwurf für den neuen Zellenblock abgelegt, okay. Wir haben hier einen Entwurf, okay. Der dürfte genug neue Zellen für die Anlieferung haben und ich habe sogar einen eigenen Duschtrakt eingeplant. Aber Sie haben die Wahl, ob Sie diesen Entwurf annehmen möchten. Meine Aufgabe ist, das Wohlergehen dieser Männer an oberster Stelle zu setzen. Bauen Sie den neuen Zellenblock, danach können wir darüber reden, wie wir Ersteres erreichen. Okay, erstmal Pause. Schaffen Sie Zellen für 40 Häftlinge auf diesem Gebiet. Hier kann ich's nicht machen, ist wahrscheinlich auch zu klein. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mehr oder weniger. Wir haben ja sogar hier bei schnelles Bauen einfache Zellen, die genau nicht hundertprozentig diesen Vorgaben entsprechen, aber so mehr oder weniger. Ich hoffe, das passt so einigermaßen. Warum klappt das nicht so hundertprozentig? Sind die etwa manchmal breiter und manchmal schmäler? Hä? Nö. Oh, die hier ist schmäler. Hä? Moment, warum ist die eine schmäler? Die sind alle so breit, wie das hier auch gedacht ist. So. So, nee, das passt doch. Hä? Bin ich gerade ein bisschen dumm oder warum ist das gerade so ein bisschen nicht korrekt gewesen? Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen versetzt mit der einen oder anderen Zelle. Könnte ja auch sein. So, machen wir das aber mal. Wir können jetzt eigentlich die Bauarbeiter schon beim Bauen beginnen lassen. Dann so. Ich hoffe inständig, dass die jetzt nicht... So da. Keine Ahnung, aber irgendwie immer, wenn ich aus der anderen Richtung gerade baue, passiert irgendwie Schmarrn. Und nicht die leckere Art von Schmarrn, sondern die beschissene Art von Schmarrn. Okay, und dann hier den Duschraum. Ich meine, hier gibt es, glaube ich, sogar eine Dusche, oder? Ja. Aber die ist kleiner. Deswegen würde ich sagen, bauen wir zumindest die richtig auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Beton- oder Ziegelwände hier machen. Ich hau hier erstmal Beton rein. Sollte eigentlich so passen. So. Hier passt auch. Hier Wand. Da hinten brauchen wir keine Wand. Dann hier können wir auch... Wir sollten zuerst mal, bevor wir hier den... Wobei den Weg so... die Tür sollten wir schon machen. Große Gefängnistür. Dann Böden, Gehwegplatten sollten wir vielleicht auch machen. Und jetzt die Duschen. Wobei wir sollten hier drin erstmal... Ach, scheiße. Das ist jetzt alles kein Fundament. Kann ich auch Kampagne laden? Kampagne Autosave ist noch nicht autogesaved worden. Kapitel neu starten, machen wir mal ganz kurz. Ja, überspringen, blablabla. Überspringen, so. Ich habe einfach vergessen, hier ein Fundament zu bauen. Das war ja unsagbar. Unsagbar klug. Unsagbar klug. So, Wände und Türen machen wir dann gleich. Aber jetzt brauchen wir natürlich erstmal im schnellen Bauen die Zellen. Einfache Zelle. Dip. Ich hoffe, das passt so, wenn ich das jetzt so mache, aber ich schätze einfach mal. Ich meine, sicher sagen kann ich es natürlich nicht, ob das jetzt so hier passt. Aber jetzt habe ich zumindest mal das Fundament rein planerisch drunter gelegt. Was schätzumative doch schon nicht schlecht ist. Da und da. Und jetzt warten wir einfach und schauen, ob Gutes passiert oder nicht.
Ja, ich werde übrigens die F. Erstmal werde ich Tür offen. Tür offen. Türmodus entriegelt. Die ist jetzt erstmal entriegelt, damit die Bauarbeiter hier auch reinkommen. Hier brauchen wir natürlich eine entsprechende Tür. Das müsste... Türen und Wände, genau. Große Gefängnistür. Über Fenster und sowas können wir später Gedanken machen. Jetzt muss das hier erstmal funktionieren. Ah ja, und wir können auch derweil schon hier für die Duschen und für Strom Stuff legen. Versorgung, Stromkabel. Oh, liegt schon zu einem gewissen Teil. Ich weiß nicht, ob das dann reicht, aber ich sag mal, so sollte das eigentlich dann reichen, oder? So, großes Rohr liegt auch... Nee, großes Rohr ist hier. Okay, das reicht, glaube ich, für dann die Duschen da. Aber jetzt muss das erstmal gebaut werden. Es ist schon Abend. Ist also nicht so toll. Ich sollte vielleicht ein paar Arbeiter einstellen. So, dann kann ich jetzt auch hier entsprechend Betonwände ziehen. Das muss jetzt alles nur noch fertig werden und jetzt können wir schon mal schauen. Objekte, Duschkopf müsste irgendwo sein. Duschkopf, genau, das müsste eigentlich das sein. Duschstange. Der Standardmittelpunkt der Dusche sein, damit an jeder Seite ein Duschkopf installiert werden kann. Ja, ich glaube, das ist damit gemeint. Und jetzt können wir hier so schön... so schön Duschen anbringen. Ja, wunderbar. Ich glaube, das sollte dann so auch reichen. Ich meine, wir könnten theoretisch hier so noch machen, aber... Ich glaube, das reicht, oder? Weil wir könnten es immer auf der einen Seite machen und hier auf der anderen Seite. Das schaut dann ganz cool aus, glaube ich. Das sah ein bisschen strange aus. Einen Abfluss brauchen wir auch noch in der Dusche. Und dann würde ich sagen, ist alles cool. Sobald die hier alles auch hingebaut haben, würde ich sagen, es ist spät am Abend. Das sollte sich ausgehen, oder? Ich meine, klar, wir haben ja gerade recht gute Ausgaben aktuell, aber... Hey, die Gehwegplatten liegen schon. Jetzt brauchen wir nur noch die Versorgung entsprechend. Um die können wir uns auch schon kümmern. Da brauchen wir einmal hier was. Dann brauchen wir einmal hier was. Und dann brauchen wir einmal hier was. Ja, so nicht. Ich sollte vielleicht zuerst die Duschköpfe und alles montieren lassen. Die ruhen sich wieder alle aus. Wunderbar. In der Früh kommen Häftlinge. Ruhen sie erstmal aus. Schaffen sie einen Duschtrakt. Schaffen sie einen Hof. Ja, auf dem Hof und das alles warten wir dann noch. Beziehungsweise, ja. Erstmal muss das hier korrekt sein. Warum ist hier eigentlich keine Zelle? Schnelles Bauen, einfache Zelle. Nein, das war falsch. Halt. Das war falsch. Kann ich... Warum kann ich das schnelle Bauen jetzt gerade nicht rückgängig machen? Hallo, Moment. Abreißen. Hier ist doch noch nichts. Gib das weg! Innenbereich ausräumen. So. Nein, nicht die Lampe. Wie habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Finde ich gut. Jetzt einfache Zelle. So. Und so. Sehr schön. So, und jetzt mach alles. Warum auch immer diese gerade verriegelt oder entriegelt sind. Noch ist nicht überall alles korrekt.
Oh, die brauchen ja auch noch hier Toiletten. Okay, das ist ein bisschen... Naja. So. Ah, hier hin. So, genau. Dann brauchen wir hier auch noch Toiletten. Blub. Und hier noch. Blub. Und hier unten auch noch. Blub. So. Jetzt hier. Dann noch hier, hier, hier und hier. Genau. Und dann brauchen wir es auch hier und dann entsprechend... Ach, ich mach die mal einfach überall die Rohre. Scheiß drauf. Achso, und auf der Seite brauchen wir es auch noch, oder? Ja. Auf der Seite brauchen wir auch noch ein Rohr. Hallo? Okay, ich glaube, die verlegen die Rohre. Ich glaube, die machen das mit den Rohren erst tatsächlich, wenn die ganzen Sachen vorher schon stehen. Wenn hier schon die Dinger sind. Warum zur... Warum ist hier... Achso, hier ist dann nur noch nicht alles korrekt angeschlossen oder irgendwie. Okay, einige sind schon... Hä? Warum bist du auf einmal hier? Ach, keine Ahnung. Lampen und so machen wir, kümmern wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen erstmal... Oh, schaffen Sie Zellen für 40 Häftlinge? Haben wir schon, aber das sind halt mehr als 40 Häftlingszellen. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt mehr oder weniger der... Ich will nicht sagen der Feinschliff, aber... Was auch immer jetzt noch ansteht. Kleinigkeiten, unter Anführungszeichen, zum Beispiel, dass die Toiletten funktionieren. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Die können ja auch einfach in die Ecke hinscheißen, genau wie... Alter, aber der vorher die Sequenz, die war jetzt nicht so brutal schlimm. Aber ja, wirklich, wirklich, wirklich angenehm war das Ganze jetzt auch nicht. Wie gesagt, das hier, würde ich sagen, bleibt jetzt erstmal offen, solange hier noch gebaut wird. Müssen halt die Wachen auch ein bisschen schauen, dass alles koscher abläuft. Okay, hier ist auch wieder cool. Was hat das für ein... Umschlossen von Wänden. Ja, das muss noch geändert werden. So. Dann sollte es auch passen. So, der Rest passt hier. Warum ist hier noch nicht Versorgung gegeben? Oh, das reicht nicht von der Distanz. Hm. Das reicht nicht von der... Ob das dann so reicht? Hm, schauen wir mal. Ja, hier geht es natürlich genau in die zwei Toiletten, wo das alles gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Das ist alles cool, mehr oder weniger. Hier so, 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 so. Hier der eine, genau. Und der Rest wird gebaut. Sehr schön. Und sind die Häftlinge schon angekommen? Ja, 48 haben wir schon. Sehr schön. Aber erstmal warten sie auf die Ankunft. Schaffen sie einen Duschtrakt. Der ist noch nicht hundertprozentig fertig. Außerdem, glaube ich, muss ich den jetzt auch natürlich noch mit Räumen als Dusche ausweisen. Dusche. Das hier. Und das sollte jetzt als Dusche passen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hof. Und dann... Warum ist die Versorgung? Die Versorgung reicht halt einfach nicht so weit. Na gut, dann brauchen wir hier jetzt noch ein dickeres Rohr. Muss das hier durch ein dickeres Rohr ersetzt werden. Der ganze Weg bis hier hinten und das sollte dann wahrscheinlich funktionieren. Das machen wir dann auch hier geschlossen so und dann sollte, wenn das einmal jetzt passiert ist, sollte das funktionieren. Ich kümmere mich derweil hier erstens, das kann jetzt wieder zugemacht werden. Und dann der Hof. Das gibt es wahrscheinlich nicht bei schnellem Bauen, oder? Hof. Personalzimmer, Krankenstation, Büro, Einzelzelle, Luxuszelle. Uhu, oh, Alter, das ist echt eine eigene Dusche und alles. Shop.
Was ist das? Klassenzimmer, Werkstatt? Klassenzimmer haben wir doch gehört. Benötigen Ausbildung. Das wollte der Typ ja vorhin gerade machen. Was heißt das? Alter, das ist so winzig, das kann ich echt nicht lesen. Doppelzelle hört sich. Es schaut aus wie eine Doppelzelle und es würde auch von der Länge des Wortes her in etwa passen. Sonst... Ja, Hof. Was braucht ein Hof denn alles? Können wir ja mal schauen. Räume. Was braucht ein Hof? Mindestgröße und sicher hinter mindestens einer Tür. Hassas, genau. Ja, dann würde ich sagen... Zauntor zählt auch als Tür, nehme ich mal an. Würde ich sagen, zäunen wir hier so einen Bereich einfach ein. So, ich würde sagen so. So. Kann ja auch ein bisschen ein größerer Hof sein, ist jetzt nicht verboten. Dass der auch ein bisschen größer und schöner ist. Hier eine Tür, und zwar schön in Gelb. So, jetzt haben die hier auch endlich mit der Versorgung alles cool, weil ich glaube, die dicken Rohre, die verlieren entweder unsagbar langsam oder nicht so schnell zumindest hier das Wasser. Hier passt alles, stromtechnisch und alles. Ist cool, hier liegen zwar ein paar lonely Rohre herum. Ah ja, jetzt könnten wir übrigens auch endlich mal Lampen... Oh, Wandlampen. Oh, Wandlampen wären eigentlich ganz cool. Wandlampen wären echt cool, aber ich würde sagen, jetzt erstmal reicht das hier so. Fürs Erste. Wir könnten jetzt rein theoretisch wieder ein paar Arbeiter feuern. Ich glaube, das machen wir auch. Wobei, wir werden vielleicht noch mehr brauchen. Und wir sind im Plus, also von daher... So, reicht das jetzt schon hier für einen Hof, ist jetzt die Frage, oder muss da noch was anderes sein? Hof. Hier übrigens so von der Helligkeit, hier würde ich sagen, das passt einigermaßen. Hof. Erledigt, sehr schön. Dann haben wir viel Zellen und einen Hof. Oh, wieder hier. Ich hatte gehofft, sie bei meiner Sitzung zu sehen. Ich schaffe das nicht. Ich halte es in diesem Loch nicht mehr aus. Nimm dir immer einen Tag nach dem anderen vor. Ich meine, überall hier stinkt es. Drinnen, draußen. Ich darf meine Familie nicht sehen. Ich hab's vermasselt, Sir. Und daran lässt sich nichts mehr ändern. Henry, alles wird gut. Ich bin bei dir. Komisch. Er hat genau dasselbe gesagt. Wer, Henry? Du kannst es mir ruhig sagen. Er hat immer auf mich aufgepasst. Schon als wir noch Kinder waren. Reiß dich zusammen, egal was passiert, Kleiner. Ich bin bei dir. Nenne auch, ihr Arschlöcher! Nimm das Geld, Idiot! Sofort die Waffen fallen lassen. Oh, Scheiße. Scheiße, verdammt nochmal. Wo auf der Hölle wartest du? Schieß, du verdammter Feigling.
Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht schießen, nicht schießen. Hoho. Bei mir? Er ist nicht mehr da. Lass uns etwas abmachen. Du kommst zu meiner nächsten Gruppe und ich versuche, deine Besuchsprivilegien zu verbessern. Das werden sie für mich tun, Sir? Nicht nur für dich, Henry. Okay, ich glaube, das ist unsere nächste Aufgabe. Ist doch recht berührend. Wir haben diese Männer zu lange wie direkt behandelt. Das hat nun ein Ende. Der vorherige Geschäftsführer war nie ein großer Anhänger von Gefängnisreformen. Aber wie ich das sehe, müssen wir diesen Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Wir müssen ihnen alles beibringen, was nach ihrer Freilassung brauchen. Was sie nach ihrer Freilassung brauchen. Eine Berufsausbildung, Allgemeinbildung. Wir sollten einen Plan zur Berufsausbildung erstellen. Bringen Sie diesen Männern etwas bei, damit sie sich auf etwas freuen können. Okay, was ist das? Genehmigen Sie Gefängnisarbeit, bilden Sie 5 Häftlinge in Sicherheit, Hygiene in der Küche aus, weisen Sie Häftlinge der Arbeit in der Küche zu, bauen Sie eine Werkstatt, lassen Sie 10 in ein für Werkstattsicherheit, weisen Sie Häftlinge Werkstatt zu, weisen Sie in der Nähe auf Straße Auslieferungstunnel zu, setzen Sie Häftlings an. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alles nach der Reihe. Wir genehmigen erstmal Gefängnisarbeit über die Bürokratie, die hier oben auch schon aufleuchtet und ich sonst wahrscheinlich nie finden würde. Gefängnisarbeit ist... Ist das Ausbildung? Nee, Gefängnisarbeit. Schalte die Möglichkeit frei, Besserungsprogramme. Externe Lehren. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich sage es einfach mal, vielleicht, vielleicht nicht. Okay, wir brauchen auch eine Werkstatt. Oder brauchen wir noch etwas? Warum blinkt das nämlich immer so noch? Ich klicke es einfach auch mal auf Ausbildung. Es blinkt immer noch. Okay. Wo können wir das jetzt machen? Wahrscheinlich irgendwo hier unten, oder? Wir brauchen Küche. Küche haben wir, oder? Kantine, Küche, doch, haben wir. Lassen Sie Werkstatt. Werkstatt haben wir, glaube ich, nicht, oder? Verwahrungszellen, das ist alles nicht Werkstatt. Das sind auch Gefängnis. Das ist, warum auch immer, hier alles offen. Ach, das ist hier der Besuchertrakt. Ah. Okay. Nee, das heißt, wir brauchen eine Werkstatt. Ist die hier zufällig drinnen, die Werkstatt? Wahrscheinlich nicht. Was brauchen wir für die Werkstatt? Mindestgröße Tisch... Tisch, Säge, Hydraulikpresse, Tisch klein. Ich würde sagen, wir bauen das mal so mittelmäßig groß. Den Hof, wie ich ihn hier gebaut habe, ist von der Anordnung nicht so hundertprozentig geil. Aber da machen wir halt einfach noch ein paar Gehwegplatten, die hier runtergehen. Und dann hier die Werkstatt hin. So. Dann hierher. Ich würde sagen, das Fundament ziehe ich schon mal. Gebäude Beton. Ich würde sagen, so 12x12 sollte eigentlich vernünftig sein. Und jetzt gehen wir mal nach der Reihe. Bilden Sie Häftlinge in Sicherheit, Hygiene in der Küche aus. Das ist, glaube ich, voll belegen, nicht 30 pro Tag, bitte. So, wo sind sie denn? Regeln? Was? Mord ist eine Regel? Mord, Sicherheit hoch. Durchsuchen ihn, Zelle. Waffenbesitz, Werkzeugbesitz. Okay. Zuschüsse, nein, brauchen wir es nicht. Hier Programme, Sicherheit in der Werkstatt. Erstmal Hygiene in der Küche. Starten, kein Terminplatz in der Tagesordnung. Das haben wir gleich, das ist nämlich hier. Dann weisen wir das nämlich als Freizeit, Arbeits- und Freizeit aus. Genau.
Hier am Abend haben die normal Freizeit, aber hier können die ruhig was arbeiten. Beziehungsweise wir machen es mal wieder so, weil ich glaube, dass das so recht sinnvoll ist, dass wir sie zuerst essen lassen, dann das, dann vielleicht noch ein bisschen länger Hof oder ein bisschen mehr Freizeit. So ist es, glaube ich, ganz vernünftig. Ja. Haben die jetzt nicht zu wenig Schlaf? Nee. Von 0 Uhr bis 7 Uhr früh, das würde ich sagen, ist okay. Im Gefängnis haben wir eh nicht so viel zu tun, von daher wird man jetzt auch nicht so unbedingt müde. So, ist jetzt schon das hier mit dem Programm. Keinen Raum gefunden, was? Vorarbeiter in Werkstatt. Was? Nein, falsch. Nein! Hier, Hygiene in der Küche. So, jetzt geht's aber. Weisen Sie Häftlinge der Arbeit in der Küche zu. Machen wir. Bauen Sie eine Werkstatt. Machen wir ebenso. Zugang benötigt. Ja, okay. Gefängnistüre. Weil natürlich wollen wir nicht, dass hier irgendwer irgendwas rausschmuggelt. Das wäre, sagen wir mal, nicht so optimal. Ich glaube übrigens, so dreifache Bodenfliesen sind sinnvoller, damit das besser ausschaut. So, jetzt ist das auch vernünftig. Jetzt werfen wir hier die Werkstatt zu. Ah ja, Moment, wir haben ja noch keinen Strom. Das vergesse ich schon wieder. Stromkabel, wir brauchen ja hier auch ein großes Stromkabel, wenn mich nicht alles täuscht, für die ganzen elektrischen Geräte. Aber schau mal, dann bauen wir die elektrischen Geräte vielleicht hier oben hier hin. Warum sind hier Holzstapel drinnen? Wir brauchen Tischsäge, Hydraulikpresse und Tischklein. Tischklein, würde ich sagen, bauen wir mal dann da unten hin. Tischsäge bauen wir dann mal so hin. Ich habe keine Ahnung, ich glaube ja umgekehrt, dass es zum Tisch zeigt, ist sinnvoller. Und wir brauchen noch mal Hydraulikpressen. Die bauen wir mal, ja, würde ich sagen, hier so hin. Ich hoffe, das ist einigermaßen sinnvoll. Aber das sollte jetzt davon eigentlich alles sein. Auslieferungszone und das machen wir dann gleich. Häftlingslieferung. Stellen Sie 100 Nummernschilder her. Ist das in der Werkstatt? Muss ich dafür dann irgendwas einstellen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das schauen wir dann, sobald es soweit ist. Hier einmal und das sollte reichen, hoffentlich. Wahrscheinlich reicht das genau nicht, deswegen mache ich mal den hier. Oh, okay. Dann, ja, sollte das eigentlich so passen. Bilden Sie sie aus, das sollte eigentlich demnächst passieren. Ah ja, das passiert jetzt aktuell schon gerade. Sicherheit in der Werkstatt sollte auch gemacht werden. Ja. Cool. Bauen Sie eine Werkstatt, lassen Sie Einführung in die Werkssicherheit abschließen. Machen wir gerade. Auslieferungszone. Weisen Sie in der Nähe der Straße eine Auslieferungszone. Setzen Sie Häftlinge. Stellen Sie Nummernschilder pro Tag her. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Das Problem ist, ich kann auch nicht draufklicken. Graphs, nee. Ich mache das hier mal mit der Auslieferungszone. Das müsste eigentlich unter Räume sein, oder? Nee. Hä? Versorgung, Einsatz, Logistik? Mikromanagement, nee. Information, Planung, nee. Schnelles Bauen, nee. Notdienste, Fundament ist es nicht. Wände, Türen ist es nicht. Böden ist es auch nicht, hä? Auslieferung. In der Nähe der Straße eine Auslieferung. Dann muss ich dafür auf die Straße klicken? Lieferung.
Lieferung ist aber eine... Lieferungsraum ist eine Zone. Auslieferungszone, Lagerraum, Lieferungsraum, Besucherraum, Unterrichtsraum, Postraum. Hä? Lagerraum, Lieferraum, Putzmittel, Leichenhalle, Exporte, Bewährung, Kapelle. Exporte. Ich glaube, damit ist Exporte gemeint, oder? Ja, Exporte. Er nennt es doch gleich Exporte und nicht... was auch immer das sein soll. Jetzt haben wir hier eine Exporte und hier eine Lieferzone. Das ist jetzt auch sinnvoll. So, hier stimmt alles. Sehr schön. Wir könnten vielleicht noch ein paar Lichter hinmachen. Lampe. So, das ist die ein oder andere Lampe noch, damit man sich hier nachts auch vielleicht nicht ganz so irgendwo gegenläuft. So, Hygiene und Sicherheit. Das dauert jetzt alles einfach seine Zeit, genau wie die Werksicherheit. Werkstattsicherheit. Häftlingslieferung. Stellen Sie Nummernschilder her. Kann ich das jetzt hier irgendwo... irgendwo machen. Programme. Grundlagenbildung, Verhaltenstherapie für Alkoholiker, Bewährung, geistige Führung, Taser-Ausbildung für Wachen. Zuschüsse. Wo kann ich denn das festlegen? Arbeiten. Nein, das ist nur, was ansteht. Einlieferung. Nein, Häftlinge, nein, Personal, nein. Hä, wo? Hier unten vielleicht? Nee, Gefängniswert, Finanzen. Muss ich das vielleicht hier in der Werkstatt festlegen? Vielleicht hier, Gefängniswertung? Nee. Graphs? Nein. Warum ist die so hoch? 15 sind in Zellen oder Einzelhaft eingesperrt. Was? Warum? Von grundlos durchsucht. Hä? Brauchen wir mehr Wachen? Gefühlt haben wir recht wenig Wachen. Ne, wir haben 30 Wachen. Holy fuck. Brauchen wir vielleicht ein paar Hausmeister. Und vielleicht noch den einen oder anderen Gärtner, damit das hier nicht so ganz scheiße ausschaut. Achso, wir brauchen eine Krankenstation. Wir haben keine Krankenstation, oder? Schnelles Bauen. Gab es hier nicht eine Krankenstation? Krankenstation, doch. Gab's. Und ich will sagen, die brauchen wir auch recht dringend. Und zwar bauen wir die hier hin. Warum ist hier blockiert? Hier ist nicht blockiert. Bauen wir die hier hin. Und stellen wir auch gleich einen Arzt ein. Alles klar. So, dann sollte das sich eigentlich bessern. Bilden Sie 5 Häftlinge in Hygiene und Sicherheit. Da haben wir jetzt aktuell nicht so viele, aber das macht nichts. Häftlingslieferung, wie gesagt. Tunnelsuche, Wachenrufen. Ich weiß halt nicht, wo man das einstellen kann. Kurzfristig, nein. Steigerung, Senkung, derzeitiger Kredit. Personal, Häftlinge, Einlieferung. Arbeiten. Bedürfnisse, Sicherheit. Regeln. Essensmenge, Essensvielfalt. Entlassen bei Quote unter. Nee. Hier kann ich das auch nicht einstellen. Wo kann ich denn Häftlingseinlieferung auf 10 pro Tag? Das mache ich ganz am Ende. Stellen Sie Nummernschilder her. Ich will wissen, wie man Nummernschilder herstellt. Steht das hier irgendwo? Tischlerlehre. Hochwertigen... Grundlagenbildung. Unterrichtsraum, Schultisch. Verhaltenstherapie, Drogensucht, Bewährungsanhörung, geistige Führung. Nee.
3 interessiert, 5 beendet, 3 bestanden. Tischlerlehre machen wir dann auch mal. Ist es das mit den... Keine Ahnung, wie macht man denn, dass man solche Sachen... Weil so viel mehr Möglichkeiten habe ich jetzt auch nicht. Also Grafts hat ja keine Bewandtnis. Ausbildung ist genehmigt. Das sind rechtliche Sachen. Gefängnisarbeit geht auch nichts weiter. Überwachung, Steueroase, Kredit, Extrazuschüsse. Hä? Ich meine, es könnte sein, dass Tischlerlehre dann ist. Keine Ausstattung. Was brauchen wir dafür? Vorarbeiter. Werkbank. Vorarbeiter und Werkbank. Ja, Vorarbeiter sollte jetzt nicht das größte Problem werden. Und wir haben schon einen Vorarbeiter. Ja, dann brauchen wir nur noch die Werkbank. Werkbank, genau. So. Ja. Können halt vielleicht immer nur 2 gleichzeitig was machen, aber das macht ja jetzt auch nichts. Wobei, vielleicht so. Das war alles recht eng, aber ich meine, das ist auch ein Gefängnis, also. So, jetzt können wir ja schauen. Tischlerlehre. Es gibt nicht keine Ausstattung. Vorarbeiter in Werkstatt. Jeder Häftling benötigt Werkbank. Heißt das nur, weil keiner Sicherheit in der Werkstatt bewerkstelligt hat? Ich nehme mal an. Ah, nee. Die Werkbänke waren noch nicht installiert. Jetzt wird's gehen, oder? Ja. Keiner ist qualifiziert, aber wir lassen das erstmal so stehen. Wie auch immer wir die Nummernschilder tatsächlich hinbekommen. Eventuell muss ich das sogar bis zur nächsten Folge mir anschauen, weil ich habe echt keine Ahnung. Quellen, Schmuggelware, nein, Logistik, nee. Gefängnisarbeit. Qualifizierte Häftlinge sind keine. Hier sind zumindest 3 qualifiziert. Weisen Sie, also ich muss 3 Leute hier zuweisen. Easy. So, weisen Sie Herbert in der Werkstatt zu. Stellen Sie 100 Nummernschilder her. Ich hoffe einfach mal, dass das hier in der Werkstatt dann passiert. Ich weiß es halt gerade nicht. Wo sind eigentlich die ganze Zeit die Wachen? Das ist so ein bisschen... Da und da und da, ja. Moment, Wachen. Ich würde sagen, wir weisen einmal hier eine zu. Und dann einmal hier eine. Nein, nicht hier hin. Und dann eher... Ja, hier eine, würde ich sagen, reicht. Cool, dann... Hier... Hier sind gerade alle verletzt, alle Wachen. What the fuck? Hallo, Arzt? Ich sollte vielleicht noch einen Arzt einstellen. Ja, genau. Ja, gehen sie nämlich einfach zum Arzt und ist alles gesund. Hier diese Türe, würde ich sogar sagen, könnten wir abreißen und durch eine Wand ersetzen. Es ist eine kleine Sicherheitslücke, wenn da zu ist, aber ja. Ja, da kommt er schon und keine Sicherheitslücke mehr, sehr schön. Der Gärtner hat hier auch noch einiges zum Tun. Ja. Hey, aber es ist cool, der Gärtner geht hier jetzt wirklich durch. Und dann geht der ganze Schmutz weg. Oder er wird zumindest weniger. Ist eigentlich voll geil. Jetzt folgen wir dem einfach mal. Und ja, tatsächlich, der geht hier durch und macht alles sauber. Das ist echt geil. Cool. Also, wie wäre es, wenn irgendwer endlich hier die Ausbildung für die Sicherheit der Werkstatt... 0 bestanden! Ja, leck mich doch am Arsch. 10 Häftlinge müssen wir dafür. Aber wir haben doch keine Zellen mehr frei.
Wir haben doch nur 50 Häftlinge. Okay, ich glaube, wir müssen mehr Zellen bauen. Weil ohne mehr Zellen wird das hier nichts. Gebäude gemauert. Bauen wir noch eins. Bauen wir quasi nochmal dasselbe wie da oben. Ja. Ja. Was soll's? Wir brauchen einfach mehr Häftlinge. Dann können wir das auch auf 10 festlegen für eine Zeit. Oh, hier ist dann der Eingang. Hier ist der Eingang, hier sind dann die Duschen und hier sind die ganzen Zellentrakte. Erstmal muss es aber auch alles gebaut werden. Das hier zu machen ist eigentlich so ein bisschen scheiße, weil die alle rüber zur Kantine müssen. Ich könnte eigentlich auch hier das machen. Oder hätte das hier machen können. Nee, hier ist blockiert, lustigerweise. Hier ist nicht cool zu bauen. Hier ist okay. Nee, dann müssen wir das alles hier hinbauen. Hä? Was machen die denn? Ach so, der macht jetzt hier gerade das. Okay, alles klar. Zugang benötigt. Ja, machen wir große Gefängnistür. So. Dann würde ich sagen, ist es jetzt vielleicht doch sinnvoll, eine Wache... Ah, die ist sogar hier. Eine Wache hier zu stationieren, in dem Bereich. Damit der jetzt den Arbeitern immer aufsperren kann. Aber wie wäre es, wenn ihr jetzt hier weiterbaut? Sehr schön. So, dann kümmern wir uns natürlich erstmal um die Versorgung. Einmal, zweimal. Gut, Dusche haben wir ja gesehen. Wobei, doch, Dusche ist aber hier drinnen. Dusche. Wir können hier so eine kleinere Dusche bauen. Sowas hier. Jetzt kann ich hier auch mit Wänden hier so was bauen. So, so. Ja, das macht sich gerade schon gleich, hoffentlich. Und dann können wir sogar rein theoretisch hier sogar ein paar Zellen hinbauen. Sobald hier alles steht. Und sobald wir dann auch das Wasser... Wobei, nee, das Wasser machen wir zum Schluss. Wir brauchen halt einfach Häftlinge. Wir machen das. Nein, nicht Sicherheit in der Küche. Sicherheit in der Werkstatt. Sind 8 interessiert. Komm, das müsst ihr jetzt mal schaffen. 4 interessiert, 3 bestanden, würde ich sagen. Sicherheit in jene in der Küche, das wollen gerade einige. Machen wir einfach mal das hier, brauchen wir gerade nicht. So, bilden Sie 5 Häftlinge aus. Genau, das müssen wir jetzt auch noch schaffen. Deswegen, man muss diese Programme also neu starten, bevor die dann tatsächlich funktionieren. Ja, hier ist halt noch alles nicht so ganz geil. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch die ganzen Wasserleitungen verlegen. Ist aber auch kein Problem, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Nämlich hier einfach eine Verlängerung von dem hier. Und dann so. Das sollte dann eigentlich hierfür funktionieren. Weil das sollte sich dann eigentlich daran anschließen, oder? Rein theoretisch sollte sich das gleich einfach anschließen und alles cool sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Fehlt denn noch irgendwas? Hier sollte eigentlich noch irgendwo ein großes Rohr verlegen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Hier ist eine Tür, hier ist der Abfluss, was ich mal abreißen werde, weil das schaut ein bisschen sehr scheiße aus. Abfluss. Würde ich sagen, machen wir hier eher an den Ecken. Das schaut dann einigermaßen gut aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder auf schnelles Bauen und bauen hier ein paar einfache Zellen hin. So. Und, so. Und jetzt... Stipp.
Düpp. 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 Jetzt auch entsprechend hier. Düpp. 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 So, und jetzt sollten... Oh, das ist... Moment, das ist irgendwie nicht so cool. Moment, lassen wir mal ganz kurz... ich würde das gerne abbrechen. Weiß noch nicht, ob ich das noch kann. Vielleicht, wenn ich bei Fundament Innenbereich ausräumen anklicke hierfür... Warum auch immer ich Innenbereich ausräumen dafür machen muss, aber das ist mir gerade egal. Ich würde jetzt nämlich gerne schauen, ob es nicht vielleicht so funktioniert. Nein, nicht verbesserte Zelle. Einfach so funktionieren kann. Doch. Das klappt sogar. Das ist sogar ein bisschen viel Platz, aber hey. Jetzt müssen wir wieder auf Innen ausräumen mit Rechtsklick. Seltsam, aber okay. Immerhin muss ich nicht jede Zelle einzeln bauen. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwann einen Koller kriegen. Oder einfach komplett wahnsinnig werden. Also wahnsinnig, als ich schon bin. Hä? Oh. Ich sehe, hier ist eine Zelle nicht so ganz, wie sie sein sollte. Ah. Gehört nämlich entsprechend so. Dann ergibt das hier auch davon Sinn. Moment. Genau, das Bett muss quasi immer eins versetzt sein. Kann ich jetzt einfach schauen. Genau. Damit haben wir nochmal ein bisschen mehr Platz geschaffen. Das ist gut. Haben wir... Wie viele Zellen sind das jetzt und Häftlinge? Ja, das ist sicher einiges, was wir jetzt machen können. Oh. Da hat einer ein Messer gefunden. Also, gefunden, und Anführungszeichen. Wie schaut's mit den Kursen aus? Die sind gerade in der Mache. Gerade in der Mache, sehr schön. Wie gesagt, Nummernschilder werden wir dann wahrscheinlich, sobald wir... Also Häftlingslieferung auf 10 werde ich erst recht spät setzen. Mehr oder weniger als letztes. Wir müssen halt dann auch Häftlinge in die Werkstatt zuweisen. Das Problem ist, dafür haben wir, soweit ich weiß, nicht einen Einführungssicher in die Werkstatt, der das abgeschlossen hat. Ich gebe zu, der Hof ist ein bisschen klein. Bisschen klein. Aber das können wir eigentlich ausbauen, oder? Wo ist das? Wände, Türen müsste sein. Zaun... Machen wir den hier so abschließend. Machen wir den hier so abschließend. Machen hier sowas. Dann können wir auch entsprechend hier planieren. Planieren. Brauchen noch ein paar Lampen. Lampe, davon haben wir einige auf Reserve. Hey, hier können wir sogar... Jetzt können wir sogar Wandlampen machen. Weil die cool ausschauen. Genau, das ist dann cool. Alright. Ja, jetzt beleuchten die nach außen sehr schön. Wunderbar. Ja, hier muss jetzt noch alles natürlich mit Wasser angeschlossen werden, ist klar. Machen wir auch. Einmal hier hoch, einmal hier runter und einmal jetzt, ich hoffe... Da ich mal denke, dass das so sonst nicht funktionieren wird, werde ich einfach mal diesen hier machen. Zumindest hier hin. Und jetzt dann von hier aus entsprechend. Wobei, das mache ich dann erstmal noch nicht. Erstmal lasse ich das Rohr hier runterbauen. Und jetzt erst schließe ich das alles an. So, so
Und so. So und so. So und so. Und jetzt mal einmal hier runter, einmal da runter und einmal hier runter. Also, wenn der scheißt, geht das einen ganz heftigen, weiten Weg runter. Warum ist eigentlich hier kein Licht, frage ich mich gerade. Schau mal gerade, weil das schaut echt ein bisschen seltsam aus. Lampe? Wie ist es? 1, 2, 3, Lampe. 1, 2, 3. Ja gut, dann muss ich das eigentlich... Ich mach's mal hier jetzt vor den Zellen. 1, 2, 3, Lampe. 1, 2, 3, Lampe. 1, 2, 3, Lampe. 1, 2, 3, Lampe. Jetzt mache ich das Ganze einfach nochmal hier auf der Seite. Und dann mache ich hier... Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal, oder? So, und jetzt warum ist das hier zum Beispiel nicht an Strom angeschlossen? Komisch. Na, aber jetzt geht's zumindest von der Helligkeit her ein klein bisschen besser. Alles klar, hier... Oh. Duschen überschwemmt. Warum auch immer, weil hier ein Abfluss eigentlich drin ist. Naja. So, wie schauen die Programme aus? Dauert noch ein bisschen. Super. Scheiße. Man sieht hier leider nicht, wie lange es dauert. Und warum Sitzungsdauer jeder Tischling benötigt Tischsäge. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir noch eine Tischsäge, würde es vielleicht weniger lang dauern. Weil jetzt aktuell können offenbar immer nur zwei. Weil immer nur einer die Tischsäge hat. Zwei immer die Tischsäge haben. Tischsäge. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir vielleicht hier noch eine hin. Wobei, hier komm, den Tisch. Braucht jetzt wirklich keinen nicht wegwerfen. Abreißen. Ja, komm, Tischsäge. Dann können wir hier nochmal sowas machen. Dann geht das vielleicht ein klein wenig schneller. Und sonst, also das... Oh, jemand hat es schon abgeschlossen. Okay, dann schauen wir gleich mal bei dem. Logistik. Hier, einer hat das abgeschlossen. Du arbeitest gleich mal dort auch. Sicherheit in der Werkstatt. Dafür sind einige interessiert. Sehr schön. Auch Hygiene in der Küche. Das ist fertig, glaube ich. Oder ich starte sich jetzt halber mal neu. Der rote Balken war nicht voll. Was steht da? Maximal 5. Qualifiziert sind 4 dann. Wobei, ist eigentlich wurscht, oder? Bilden sie 5 aus, ist nur mein Ziel. Und sonst gehen die denen in der Küche ja sehr am Sack. Wir sollten übrigens vielleicht nochmal doch so einen Tisch machen. Oder zwei Tische noch. Tische und Bänke. Wobei, gibt es denn überhaupt so eine Bank, die so klein ist? Bank klein, doch, gibt es. Das heißt, ich gebe es hier einfach mal klein ein, weil dann sollten wir eigentlich beides bekommen. Genau. Und jetzt machen wir es nämlich... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist nicht ganz mittig dann. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach hier nochmal sowas. Dann haben sie zumindest alle ein bisschen mehr Platz. Ich meine, wir sind jetzt in... Ah nein, ich hab... Bin ein Idiot. Einlieferung. Häftlinge gesamt. Maximal 60. Oder eher 55. Niedrig ist... Okay, ja, verfügbar. Ja, okay. Machen wir es mal so. Also wenn jetzt jemand entlassen wird, kommt der nicht wieder raus. Nein. Wenn jemand entlassen wird, kommt nicht neuer rein. So rum. Hier Häftlings aber. Oh, scheiße, boah, das ist wieder Strom. Herrgott. Also man muss sich hier im Gefängnis
echt um alles kümmern. Logischerweise. So, der Vorarbeiter hier macht alles. Sehr schön, der arbeitet direkt. Ich weiß gar nicht. Optional stellen sie 100 Nummernschilder her. Hier wäre jetzt eigentlich gleich eine Prozentanzeige. Eigentlich sau nice. Ich weiß nur nicht, ob wir das bekommen werden. Naja, wie dem auch sei, ich glaube... Warum ist eigentlich hier... Ach so, sind alles Einzelhaftzellen. Das sind schon recht viele Einzelhaftzellen. Ist schon bedrückend. Wir könnten hier drunten theoretisch noch einen Zellenblock hinbauen, aber ich meine, wir sollten da vielleicht eher eine Kantine... wir könnten eine Kantine und eine Küche, wobei... ist schon relativ viel los, oder? Und jetzt ist gleich Essenszeit und die müssen erst alles wieder kochen. Hier schön mit Bacon, Zutaten gekocht, 20. 14. Ich hoffe, es werden dann überhaupt alle satt. Satt, genau, alle satt. Ja, ja, wobei, sehr knapp alles. Ich sollte vielleicht die Essenszeit am Abend noch ein bisschen ausdehnen. Dafür vielleicht auch die Schlafenszeit. Dusche, das passt alles so. Ja, und dann würde ich sagen, das schaut eigentlich aktuell ziemlich gut aus, so wie es ist. Hier durch die Wandlichter ist so ein bisschen dunkel, aber es geht. Im Hof will man eh nicht in der Nacht sein. Ist ja mehr oder weniger eh nur, damit hier niemand rauskommt, ungewollt. Ja, und alle schlafen friedlich. Wir bilden langsam, aber sicher die Leute aus. Ja, aktuell sind wieder ein paar in der Ausbildung, so bei beiden. Hier... 12% nur bestanden, also sicher in der Werkstatt könnte ein bisschen problematisch werden. Aber das andere braucht Unterrichtsraum, also würde ich sagen erstmal nein. Ja, wir werden das definitiv mit den Nummernschildern noch machen. Ich hoffe einfach mal, das heißt einfach, wenn ich genug Leute in der Werkstatt hier arbeiten lasse, dass dann da alles so cool ist. Warum ist das hier nicht aktiviert? Brauchen wir hier mehr... Nee. Einfach mal, vielleicht ist der Strom zu weit weg und ich mache... Wobei, das hat letztes Mal zu einem Kurzschluss geführt. Keine Ahnung warum, aber ich mache jetzt einfach mal sowas und hoffe, dass es beim nächsten Mal so funktionieren wird. Ach ja, und ich sollte vielleicht eine Wache hier auch einsetzen. Nur so. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir hier hoffentlich diese Aufgaben zur Ausbildung alle hinkriegen und wir hier erfahren, was mit ihm hier ist, ob der sich auch bessern wird. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal bei Prison Architect. Tschüss, Leute!